Hallöchen. So, ihr habt mir ja zugeguckt, wie ich das Ding hier gebaut habe, beziehungsweise ihr habt, wie ich weiß nicht wie, genau, wie ich es geschnitten habe, aber ich habe das Ding jetzt hier aufgebaut, der 7812 Ersatz, ein neuer 7812 mit IC und einem Transistor. Hier habe ich jetzt einen NPN-Transistor, die Schaltung ist ein bisschen was anders geworden, habe ich aber auf dem Steckbrett ausgetestet, funktioniert auch. So, und das muss ich da jetzt einbauen. Ich muss hier aber noch einiges vielleicht umbauen. Dazu muss ich das hier erstmal alles wieder ablöten, was da so dran ist. Das machen wir dann mal schnell, weil es doch relativ störend ist, wenn die Platine da so drinne fest ist. Und eventuell muss ich auch die Kabel noch umlegen und den Sicherungshalter vielleicht noch umbauen. Da muss ich mal gucken, wie ich das am blödesten mache.
Erst einmal kommt, aua, kommt der hier weg. Und die zwei kommen auch erstmal raus. So, schon habe ich das Ding so halbwegs in der Hand. Das kann einmal ab. Die 12 Volt. Dann müsste ich abschneiden. Da habe ich das. Ein Skalpell halt. Nur einmal hier den Stromschlauch aufschneiden. So. Dann das erstmal beiseite und ich habe erstmal das Netzteil. Ja, ich habe hier bloß das Kabel abgelötet. So, dann müssen raus. Der muss raus, den ich da mal angelötet habe. Der große Elko muss raus. Den brauche ich nicht und machen wir gleich richtig. Einmal da, da. Ach. Bleib an. So, der. Das Pad kaputt. Das macht aber nichts. Das kriegen wir hin. So. Das ist soweit raus. Der kommt da so hinein. Ihr seht das jetzt nicht. Also, es muss dann noch raus. Der kleine Elko. Das ist nur der zweite, den ich jetzt nicht brauche. Der kann komplett raus. Die Kabels müsste ich abmachen. Rot, schwarz, gelb, braun, weiß. Ja, braun, weiß ist Wechselspannung. Das muss ich auch noch ändern. Eventuell muss ich noch die Kabel verlängern. Eventuell. So, jetzt habe ich den Bereich soweit frei. Das kommt da so hinein. Schauen wir mal, aber der muss noch raus. Der ist mir noch im Weg. Wie mache ich das jetzt am blödesten mit der Sicherung? Setze ich die da rein? Muss mal schauen. Ist raus. Vielleicht seht ihr das ja.
das passt. Ich muss jetzt nur, jetzt habe ich das eigentlich schon recht eng gemacht. Ist der hier mir im Weg und der ist für den hier. Kriege ich den auf die Unterseite? Der muss ja nur da zwischen. Oh, den kriegen wir bestimmt auf die Unterseite drauf. Mit ein bisschen Kabel verlängert. So. Was ist denn das? 2200, das sind dann 2,2 Nano, ne? 2200 Pico müsste das sein, von Vima. So. Ungefähr so würde die Platine dann drauf sitzen. Eigentlich nicht so krumm. Und jetzt habe ich den weggerissen. Muss ich den jetzt auch noch reparieren? Tatsächlich muss ich den auch noch reparieren. So, habe ich jetzt da nur so gebogen. Ich hoffe, das klappt so. Kann ich so da anlöten. Das passt, das geht. Allerdings ist dann noch eine Diode oder irgendwas zwischen, wo ich jetzt nicht genau weiß, was die macht. Oder sowas. 24, 25 Volt, so von da nach da. Die Masse ist in der Mitte. Die hängt nicht an Masse. Entschuldigung, habe ich mich vertan. Die macht keinen Kurzschluss. Die kann drinnen bleiben. Das macht nichts. Das ist wohl irgendwie ein Schutz. Warum auch immer. Weiß ich nicht. Aber die kann drinnen bleiben. So, da. Gute Frage, nächste Frage. Wo ist mein Captain Tape? So, ich bin jetzt wieder da nach rumgesuche und hast du nicht gesehen und wieder den Akku kaputt gemacht. Das BMS durchgeraucht. Wegen Kurzschluss, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich das hab. Das Captain Tape. Ich weiß es nicht. Ich darf hier nicht aufräumen. Ich darf hier echt nicht aufräumen, dann ist die ganze Scheiße wieder weg. So lange lag es auf dem Schreibtisch, hab dann irgendwann mal den Schreibtisch aufgeräumt, jetzt ist es weg. Finde ich es nicht wieder. Ich weiß nicht, wo es ist. Dann machen wir das halt anders. Scheiße ich jetzt drauf. Die Kabel muss ich da von unten anlöten. Das ist egal. Machen wir das so. So, das reicht. Machen wir da eben ein bisschen Krepp drüber. Und dann ist gut. Das riecht mich schon wieder auf hier. Ich darf nicht aufräumen. Ich muss den Scheiß eigentlich immer wieder da liegen lassen, wo er ist. Darf nichts wegräumen. So, da wird das jetzt angelötet und dann ist gut. Dann geht das auch mit Krepp. Ist mir doch scheißegal. Dann geht das auch so.
Ja, ich weiß, wer Ordnung hält, ist zu faul zum Suchen. Aber ich bin nicht zu faul zum Suchen. Scheiße. Das war verkehrt. Jetzt muss das wieder raus. Da muss noch was ran. Da komme ich ja jetzt nicht mehr ran. Ob das klappt. Ich muss ja bloß mal gucken. Und zwar muss ja noch ein Elko dahin. Und zwar aber nicht der. Eigentlich nicht der. Sondern der andere. Okay. Der Plan passt nicht. Ich habe ja hier 470 μF. Das passt. Der kommt da nämlich noch mit rein. Den habe ich da ja rausgelötet. Und da kommen die zwei Spitzen wieder rein und gibt das durch nach oben. Jetzt muss ich bloß gucken, wo Plus und Minus ist. So, bist du jetzt auf 299 Volt? Ich habe dich doch eigentlich auf 280 oder was bei Blei. Oh, ist auch egal. So, jetzt muss ich auch mal gucken. Minus ist... zwischen Plus und Minus. Ist auch nichts angemarkert, wo Plus und Minus ist. Also Ground ist ja der, das ist Plus, das ist Plus, da ist Plus. Der kommt da so rein. Der kommt da noch drauf. Muss ich den bloß mal anlöten, davon seht ihr wieder nichts, weil ich jetzt hier wieder hier alles mit drei Händen und vier und fünf Hände brauche eigentlich. So, der Elko ist drauf. So. Und dann. So. Ich hoffe, das klappt so. So. Jetzt können wir es anlöten. So. Ich hoffe, ihr seht da genug. So. 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 So, das passt. Und dann hatte ich doch hier noch den kleinen. Der muss da ja noch wieder ran. Ich weiß nicht, wie viel Platz da ist. Habe ich vorhin schon gesucht. Jetzt vermisse ich wieder den Knipser. Den kleinen Seitenschneider. Da. Das war jetzt nicht schön. Ich habe ihn aber gehört. So. Der muss da wieder ran. Ist da noch was zwischen? Ah, es ist ein Widerstand. Ich dachte, ich kann das. Machen wir das so, biegen wir die Beinchen eben nach unten. So, das wird schon gehen. Den
Schaltplan und das brauche ich euch ja gar nicht erst zur Verfügung stellen, weil ich glaube, den L123 kriegt man heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr. Das weiß ich aber nicht genau. So, und jetzt müsste ich die Sicherung. Den Sicherungshalter, wie mache ich das denn jetzt? Der müsste jetzt dahin und ich komme direkt auf der anderen Seite raus. Das klappt auch nicht. Ist mir der Trafo im Weg. Das klappt nicht. Wie mache ich das denn jetzt am blödesten? Am besten wäre es ja eigentlich so. Aber dann ist der Trafo im Weg. Ich löte den mal kurz raus. Die andere Seite. Kann ich mal irgendjemand einen Lötkolben erfinden, wo das Kabel hier hinten sich frei drehen kann? Ist ja schön und gut, dass du so empfindlich bist, aber manchmal nervt. So, müsste ich den jetzt in die andere Leitung reinsetzen, das macht ja nichts. Von der anderen Seite, das passt aber nicht vom Trafo her. Und jetzt passt das doch, das würde passen. Ich muss den Trafo ablöten. Und dann muss ich die Leiterbahn auftrennen. Die Sicherung muss aber zwischen bei den 9 Volt. Löten wir den Trafo ab. So. Ich hoffe, das klappt auch jetzt hier. Nee. Jetzt bleibt meine Pumpe nicht. Ich muss die Pumpe sauber machen. Och. Einmal könnt ihr ein bisschen zugucken. Oder auch nicht. Nicht wundern, das war das andere Platinen-Layout, was nicht passte. Es ging wegen dem
Kühlkörper nicht, den musste ich einmal komplett umbauen. Umarrangieren. So. Das passt. Das noch mal. Der. Der hier, der geht ein bisschen zu schwer. Ja, ich kann meine Entlötsaugpumpe einmal komplett zerlegen. Wer kann das schon von seiner App behaupten? So, das. Das Dingsloch. Druckausgleichsloch. Da ist ein. Das Druckausgleichsloch. So, von innen einmal. Dann machen wir die halt einmal sauber. So, die ist schon sehr alt, die Pumpe. Ich habe sie bisher nie wieder irgendwo gesehen, dass man die kaufen könnte. Ich brauche aber einmal Öl. Ich habe sie. Gut. Ich habe sie bisher nirgendwo gesehen. Nochmal. Die habe ich mir vor. Was ist denn das jetzt? 10. 10, 11, 12. Jahre? Ich glaube ungefähr 14 Jahre ist das her, wo ich mir die mal zugelegt habe. Kann ich jetzt nicht hundertprozentig genau sagen. Der Bestellstatus ist auch nicht mehr vorhanden. Also die E-Mail oder was. Ich weiß jetzt auch nicht, wo ich sie gekauft hatte. Ganz genau. So, dann den wieder. Jetzt muss ich bloß gucken, dass ich das Loch finde. Ja. So. Kleines bisschen Öl dahin, andersrum. So, das war zu schnell. Der muss ja noch. Der Saugkolben. So, der kriegt auch noch mal ein. Bettenöl. Und habe ich jetzt noch hier irgendwo? Ne.
langsam. Was ist denn das? Wieso geht denn das jetzt wieder nicht? Ach so. Das ist da schon. Gut, das Ding ist ja auch schon so alt. Hier, ich muss das einmal verdrehen. Da ist schon eine richtige Kante drin. Ja, das ist hier schon richtig rausgearbeitet. Der O-Ring ist auch nicht mehr so besonders. Gut. Heißt, ich muss mal gucken, ob ich das ein bisschen nachgefeilt kriege. Wieder eine ordentliche Kante drauf. So, aber wir wollten ja löten. Ja, Video wird länger als. Als gedacht. Wieso zieht die nicht richtig? Mal gucken, wo ich meinen O-Ring-Satz habe. Müsste ich mal einen neuen O-Ring hier unten reinsetzen. Ja, da brauche ich mal einen neuen O-Ring. Da. Das ist aber das Schöne daran, dass die so schön modular ist. Oder modular, sag ich schon. Jetzt. So sollte das gehen. Jetzt zieht sie. So. Wieso sagt jetzt der Lötkolben? Och. Hallo. Leute. Nur noch Probleme hier. Pumpt sie wieder nicht richtig. Ich muss doch mal an.
neuen Ohrring. Ich habe irgendwo einen Ohrring-Satz. Ich könnte sogar was greifbar haben. Der Trafo, das ist aber schon. Wie viel Power kann der liefern? Das sieht aber so aus, als wenn der da, weiß ich nicht, 100 Watt, 200 Watt liefern kann. So dick wie die Windungen sind. Was steht denn hier? Ismet. Kriege ich da was raus? Oh, mag ich schnell googeln. Ja, Leistung. Bis 30 VA, 30 Watt. Sekundär 15, 30 Volt. Sekundär 9 Volt, das könnte schon fast schon passen. 30 VA. Wie auch immer. Boah. Okay, also ich schätze mal so. Ich glaube, den haben die gar nicht mehr, aber ich schätze mal so 50, 60 Watt wird der schon schaffen können. Mit der Windungsstärke, was sind denn das? 0,5, 0,8 mm Drahtstärke auf der Primärseite. Neun voltseitig, was kann ich da messen? Kriege ich da überhaupt was gemessen? Ja, 0,6 ungefähr. 9 Volt sekundär, also eine Drahtstärke. Und sekundär, die 24 Volt sind 0,9 ungefähr. Und primär, ungefähr 0,5 Drahtstärke. So, was wollte ich jetzt eigentlich? Ach so, ja, hier nochmal, ist mit der Sicherung, ne? War jetzt einfach nur mal zwischendurch. Die Sicherung. Die bohren wir uns. Da bohren wir uns was Neues rein. Da ist er. Halten wir uns da so an. Machen wir hier. So. Da bohren wir jetzt rein. Und dazwischen müssen wir dann rausnehmen. Dann machen wir, setzen wir halt den Sicherungshalter. Das ist mir doch völlig Latte. So, brauche ich aber nochmal die Bohrres. Und einmal den Akkuschrauber. Boah, das hatte ich doch vorhin gerade in der Hand. Da. Nee. Nicht alles runterfliegen. Nein, nein, nein. Was hatten wir jetzt hier? 1,5, das ist glaube ich zu viel. Ja. 1,5 ist zu viel. 1,2 ist auch noch zu viel.
Schönen Appetit. So, Akkuschrauber. Akkuschrauber. Akkuschrauber? Akkuschrauber. Akkuschrauber. So. Ich hoffe, das funktioniert hier noch und ja, es funktioniert. So. Die Größe müsste passen. Bloß nicht abbrechen. Ich möchte mir die nicht abbrechen. Also ein Loch ist drinne. Der ist zu klein. Das sind meine einzigen Bohrer, die hier noch halbwegs 0,5, 0,8, 0,5 oder 1 mm und so was haben. Ich glaube, ich jetzt ein 1,2er. Und ja, das passt schon eher. Ich muss mir echt unbedingt neue Bohrer besorgen. So. Löcher sind drin, sollte so reichen. Die darf ich auch nicht verlieren. Ich weiß nicht, wo ich die anderen Bohrers gelassen habe. Ich habe noch irgendwo eine Packung mit ganz neuen frischen Bohrern von 0,3 bis 1,2 mm hoch. Die sollten noch existieren. Wenn ich jetzt nicht schief gebohrt hätte, dann würde es auch passen. Aber mit ein bisschen Druck passt das. So, die Sicherung sitzt dann da drinne. Das ist ja schied egal. So, der Trafo. Versuchen wir den mal so, dass das hoffentlich da vorbeigeht. Das geht da vorbei, ganz knapp geht das, naja, ganz knapp nicht, aber es geht da vorbei, das passt, ist okay. Wird zwar eine Fummelei, die Sicherung dann zu tauschen, scheiße ich aber drauf. So, die muss man wieder raus. Wer Ordnung hält, ist zu faul zum Suchen, wie immer. Aber ich habe, was ich jetzt gerade wollte. Ich glaube, das mache ich gleich mit dem Pinsel. So. Bloß nicht in die Finger. Ich habe keine Lust auf ein
Krankenhausbesuch. So. So, Lücke drinne. Wo bist du? Da unten bist du. Total weit unten versteckt. Ah, da rum. Hier. Lass das Kabel in Ruhe. So. Wieder dieses Glasfaserzeug. Aber damit geht das am besten. Das ist soweit, das ist soweit. Den Akkuschrauber beiseite. Zumachen den Sheet. Sicherungshalter. Andersrum. So, das ist da drinne. Aus einmal schnell wird wieder einmal ein. Was soll man? Ich will meinen Lötkolben nicht. Ich krieg die Krise. Was ist denn los hier? Jetzt mach dich da mal auf, sonst heizt du mir das gleich in die Finger rein. Ja, das ist nur dieser blöde Bausatz, aber besser als nichts, ne? Und ich weiß gar nicht, weil ich den gebaut habe. Das ist doch auch schon einige Jahre her. Da war das noch nicht mit den Zollbestimmungen so. Ja, heizt gut. Heizt er? Ja, er heizt. Jetzt geht er wieder. Da war das noch nicht mit den Zollbestimmungen so doll. Da konnte man das machen. Was ist das hier? Ich glaube, da muss ich nochmal drüber löten. Einmal. Zweimal. So. Sicherung reingelötet. Ja, ist nur oberflächlich. Gut, dann kann der Trafo wieder rein. Ach Mann. Was man hier nicht alles macht. Nur um einmal einen kurzen Teil da einzubauen. Was ja eigentlich so nicht vorgesehen war.
könnte jetzt einfacher gehen. Mit geraden Pins. Na. So. Sollte so passen. Ja. Hat da Luft. Passt. Dann kommt man noch ran. Das ist okay. So. Und dann jetzt wieder das angelötet. So. Was sagte der Titech? Keine Ahnung, wie. Ich soll mal hier die Eingangsfilter gucken. Der Eingangsfilter hier. Kann ich sagen, also da ist nichts Außergewöhnliches. 1000 Volt, 1000, nee. Doch, 1000 Volt. 220, 220 und das ist sogar ein. Was ist das hier für einer? 0,x2. Die anderen sind auch HMF. Die sind nur auf Dings. Da hängt ein X2 zwischen. Also es ist ein X2 Kondensator. Am Eingang, an der Eingangsspannung. Kann ich euch das vielleicht eventuell zeigen? Ich versuch's euch mal zu zeigen. Seht ihr das? X2. Das ist ein X2 Kondensator. Ich hoffe, ihr könnt's sehen. Also da brauche ich nichts machen. Da ist Narifa. Schieß mich tot. Drinne. So, jetzt muss ich noch mit den Kabels hier noch klarkommen. Muss ich die verlängern? Ich hoffe nicht. So. Jetzt noch ein bisschen Luft nach unten. Auf der, zwischen der und dem anderen Teil. Ist ja auch, schnell. Isoliert. Von da aus. Sieht das, denke ich, gut aus. Ja, das könnte man eigentlich noch. Versuchen. Noch eine Lage da reinzukriegen. Geh mal beiseite hier. So. Ist ja keine Hochspannung. Aber sicher ist sicher. Gibt da noch ein bisschen was. So. So. Ihr habt es, glaube ich, denke mal mitgekriegt. Telefon. Jetzt habe ich mir hier einmal über die Platine gekratzt, na scheiß drauf. Ist glaube ich eh nur Hartpapierplatine. Naja, was soll's. Ist dann so, kann ich nicht ändern. So, das haben wir, das haben wir. Das haben wir. Ich hoffe, es wird jetzt nicht duster. Hören tut ihr mich dann noch, aber sehen wohl nicht mehr. 0,8 Volt. 0,8 Volt? Mhm. Es wird weniger, also muss ich andere Richtung drehen.
Irgendwas wird hier heiß. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Ich habe aber immer noch Spannung. Wieso? Wieso ist der Elko hochgegangen? Ha, das stinkt. Puh, schlimmer als Fisch. Wieso ist der Elko hochgegangen? Kann ja nur verpult gewesen sein. Habe ich das auf Kamera? Ich hoffe, ich habe es auf Kamera. Ich hoffe, es ist auf Kamera drauf. Ja, Fenster ist auf. Ich muss mal die Tür aufmachen, damit ein bisschen Durchzug ist. Boah. Wieso ist denn der Elko durch? Also Strom hatte ich noch gar nicht gemessen. Ich hatte erstmal nur Leerlaufspannung. Machen wir mal KiCad auf. Ah, verdammt, ich habe mich verpolt. Ach Mann, das ist mir ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr passiert, dass ich einen Elko verpolt eingebaut habe. Und dann ist er mir dann noch um die Ohren geflogen. Das habe ich ja schon ewig nicht mehr gehabt. Gut, ich mache jetzt hier Pause. Für euch geht's gleich weiter, für mich ein bisschen später. Weil ich mache jetzt erstmal Essen. Ich habe Hunger. Es ist schon spät genug. Genug Material habe ich ja schon zusammen. Also und einen schönen Puff habe ich auch noch drauf. Hoffe ich doch. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. So, Fump habe ich repariert. Jetzt gucken, dass hier nichts weiter fumpen kann. Ne, das sieht nicht so gut aus. So. Poti habe ich schon gedreht, Strom habe ich noch keinen drin. Jetzt stecke ich Strom rein. Es sollte jetzt nicht mehr knallen. Hier ist der Räucher, das Räuchermännchen. So, wollen wir mal gucken, ob es wieder Funk macht. So, ich schalte ein. Ich habe 9,3 Volt. Wieso nur 9,3 Volt? Wieso nur 9,3 Volt? Ich drehe das Podium mal in die andere Richtung, bevor ich das hier 0,9 Volt auf dem Steckboard hat das aber alles hingehauen. Oh, rutscht der mal raus. Das ist auch eine doofe Stelle jetzt hier. Da ist nicht drin. Gedacht, dass das eine doofe Stelle sein könnte. So, das ist jetzt die andere Richtung. 0,7. Irgendwas habe ich vergessen. Irgendwas habe ich vergessen. KiCad. PCB. Ach, ja, der eine Ground fehlt. Und zwar von Pin 14 auf Pin 1. Das ist not connected auf dem IC. Oder war Pin 1 Ground? Den muss ich ja noch verbinden. Machen wir nochmal den Schaltplan auf. Ja, Pin 1 und Pin 14 ist not connected. Und der Ground, der zieht das Poti auf Masse.
über den einen Widerstand. Ja, okay. Wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt am blödesten? Erstmal Strom raus. So. Dann machen wir das hier nochmal ab, damit ich hier. Das IC. Ich werde da Silberdraht drüber löten. Das ist ja nicht das Problem. So, einfach so. Hoffe, es klappt. So, von da nach darüber löten. Da muss ich noch einen Lötpunkt machen. So, von da nach da drüber gelötet. Sollte passen. Dann kommt das IC wieder hinein. So. Und jetzt sollte das. Im Ausgang habe ich kein Ergo. Ich werde das mal einmal ganz schnell hier auf Mittelstellung ungefähr bringen. So, jetzt habe ich das Poti erstmal auf Mittelstellung, erstmal wieder alles angesteckt. 1,4. Irgendwie brummt das so doll. Der ist kalt. 1,4 Volt. Na gut, das kann natürlich sein, dass das jetzt hier mit dem Mittelstellung nichts bringt. 1,5, 1,6, 1, 10, 12. So. 11,95. Kann man das sehen? So, 300 Milliampere on 0, ich wollte gerade sagen, 11,92. 9,3. Wieso hat er denn jetzt? Ja, doch. Ne, das ist nicht gut. Das hat er aber vorher nicht gemacht. 11,9. Jetzt habe ich hier ziemlich 300 Milliampere. Geht auf 900 und dann schaltet er erst um. Irgendwas ist nicht richtig. 11,9 bei 300 Milliampere. Bei 700 Milliampere. Mir ist auch recht kalt hier. Das hat er nicht gemacht. Er nimmt aber 700 Milliampere. C ist kalt, der Elko ist kalt. Habe ich da was vertauscht? Das würde den PC resetten, wenn der. Nachdem der keinen Strom mehr liefern muss. Die Spannung so runtersetzt. Irgendwas haut hier ganz und gar nicht hin. Das haut hin. Das nimmt jetzt.
Der nimmt jetzt 700 mA. So, ich stelle den noch mal ein bisschen ein auf. Also auf knappe 12. Der ist kalt. Jetzt geht die Spannung wieder auf 0,9 und jetzt wieder auf 11,95. Mal die Messstrippe. Jetzt muss ich noch mal was gucken. Das hat er vorher nicht gemacht. Mann, ich brauche Masse. Aber bitte so, dass ich hier keinen Kurzschluss mache. Die Basis hat 12,5 Volt. Die Basis hat 2,7, 2,8 und jetzt wieder 12,5. Irgendwas ist hier nicht richtig. Das hat er vorher nicht gemacht. Noch irgendwas vergessen. Pin 5 und Pin 6. Habe ich hier nicht verbunden. Net, Pin 5 und 6 ist VREF und ein invertierter Eingang. Pin 5 und Pin 6, VREF und nicht invertierter Eingang. Ist nicht verbunden in meinem Plan, müsste aber eine Verbindung haben. Und ich meine, ich habe eine Verbindung gemacht. Moment, ich gucke nochmal auf den Plan. Ne, das war die Verbindung. Die Verbindung fehlt. Habe ich da jetzt echt die Verbindung vergessen? Ist da noch Saft drauf? Nein. Pin 5 und Pin 6, ne? Ja. Da habe ich keine Verbindung. Ah, da habe ich die Verbindung ver... Oh, ich will das nicht schon wieder ablöten. Will das nicht schon wieder ablöten? Wie mache ich das jetzt am blödesten? Nee. Das war nicht gut für die Kontakte hier. Was hatte ich jetzt gesagt? Das ist Input, das ist 24 Volt. So, das ist 24 Volt in. Nein, das ist auch nicht das Richtige. Wo sind die denn jetzt alle hin? Auch nicht der Richtige.
das ist nicht der richtige. Das ist eine. Das ist Masse. So. Plus. Minus. Volt. Masse. Wieso? Klemm den damit fest. Ja, aber ich kann Kurzschluss machen. So. Jetzt hat der Ausgang 23,4. Das ist, ja, das ist klar. Weil ich die da gebrückt habe. So, das passt. So. Das ist Masse. Egal. Ich muss jetzt bloß gucken, dass ich den Plus da irgendwie rankriege, ohne Kurzschluss zu machen. Mach den mal aus. Masse. Habe ich nicht noch irgendwo so ein dämliches, dummes Kabel rumfliegen? Da. So, das ist der Ausgang. Ich muss einmal kurz abisolieren hier. Richtig dran. So, schalte ich noch mal ein. Ne. On. Nö. Off. Nö. Sag mal, ich hab das genau so drauf, wie es auf dem Plan ist. Bin ich der Meinung. Auf ein Steckbrett hat's hingehauen. Da konnte ich Strom anmachen, wie ich wollte. Das Ding wurde hier kochend heiß. Naja, kochend heiß nicht, aber heiß. Es wurde warm. Und das sehr schnell. Und das hat nichts mit dem Kondensator hier zu tun. Der ist, mit nichts auf der Platine im Moment hier verbunden. Überhaupt nichts. Aber sag mal.
Wie viel habe ich noch? Oh, ich habe noch 3 Stunden Kamerazeit. Halte dir so lange durch. Ne, 1 Kilo Ohm. Nicht 10 Kilo Ohm, 1 Kilo Ohm. 0,9 Kilo sind 1 Kilo. Von dem auf den Emitter passt. Das hatten wir ausgerechnet und dann die Basis und es passt alles. Es passt alles, es hat auf dem Steckbrett hat das Ding hingehauen. Ich habe das Ding auf dem Steckbrett gehabt, ich habe das Ding auf dem Steckbrett, habe ich das mit der elektronischen Last belastet. Der Transistor ist irre heiß geworden. Und es hat funktioniert. Und jetzt schaltet das IC die Basis kurz runter. Und das Ding funktioniert nicht. Die ganze Scheiße. Für nichts und wieder nichts. Na gut, einmal Fump. Ja, gut. Das war das Highlight jetzt hier an der ganzen Geschichte. Das Highlight daran war das Fump. Aber der Rest ist irgendwie... Willst du mich verarschen oder was? Auf dem Steckbrett hat sie... Ich habe es hier drauf getestet. Ich habe das alles zusammengesteckt und habe gedacht, teste das vorher, ob das wirklich hinhaut. Ich habe es ausprobiert. Und es haute nicht hin. Haute hin. Hier drauf haute das hin. Und jetzt haut das nicht mehr hin. Es ist kein Kurzschluss. Nicht. Nee. Scheiße haut nicht mehr hin. Ich baue die Scheiße auf ein Dings drauf, auf ein Steckbrett und es haut hin. Und ich baue den Mist auf eine Platine und es haut nicht mehr hin. Verstehe ich nicht. Okay, also das Video eigentlich für nichts und wieder nichts gemacht. Die Idee war gut. Die Idee war ja gut, aber das kannst du ja trotzdem stecken lassen. Ich hatte hier nur noch irgendwo ein, aber da müsste ich wieder eine neue Platine machen, wenn ich jetzt das Ding finde. Ne, das ist ein MOSFET. MOSFET. Habe ich das Ding ausgelötet oder? Ich habe doch das Ding ausgelötet. Ich habe es noch sogar abgeschraubt. Hat mich gewundert, warum, wieso, weshalb, aber das war, glaube ich, noch okay. Ah, ist egal. Wie heißt das Ding? L324 oder irgendwie sowas? L123 ist klar. Nee, dann hatte ich das bei Google, bei dem hier. LM317. Ein LM. LM317 hatte ich noch. Adjustable Linear Regler. Also das Ding, was da drin war, fest eingestellt, hätte ich auch noch mit R1 und einem Poti auch einstellbar machen können. Aber der wurde auch kochend heiß, wo ich das ausprobiert habe. Ich habe gedacht, ne, mach mal lieber mit IC. Das ist genauer. Das hat ja auch diesen Error-Krimskrams, aber dass das jetzt so ein Verhalten zeigt, verstehe ich nicht. Und der Elko kann es eigentlich nicht gewesen sein, das glaube ich. Nee, das kann ja nicht sein. Nee. Nee, der Elko hat damit ja nichts zu tun. Der war ja nicht mit auf der. Der ist zwar auf der Platine drauf, ist aber nichts mit auf der Platine verbunden. Das ist nur, weil der unter der Platine gehangen hätte und ich die. Einfach da noch mit abgestützt habe, da wo der Elko hinkommt und das aber rübergedrückt habe, ohne da drauf auf den Elko.
Das verstehe ich nicht. War das jetzt der Elko? Aber nee, das kann nicht der Elko gewesen sein, der das jetzt durchgejagt hat. Ich habe jetzt auch kein anderes IC mehr davon. Davon habe ich jetzt kein IC mehr. Ja, gut, hat sich die Sache erledigt. Das Video ist bestimmt schon wieder, ich weiß nicht, wie ich es schneide, aber wahrscheinlich ist es bestimmt zwei Stunden lang geworden oder anderthalb Stunden oder eine Stunde. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es kotzt mich gerade selber ein bisschen an. Dieses Verhalten hat es vorher nicht gezeigt. Darum habe ich gedacht, baue es auf. Hätte ich gemerkt, dass es dieses Verhalten zeigt, dann hätte ich das. Gar nicht erst probiert. Ich könnte jetzt theoretisch im Widerstand das auf Dauerlast lassen, ne? Könnte ich auf einen theoretisch dauerhaft eine Last draufgebende kleine. Aber wie verhält. Na, nee, lassen. Wer weiß, wie sich das Ding dann nachher wieder verhält. Nee, das mache ich nicht. Also, andere Lösung ist halt irgendwie so ein Steckernetzteil da rein. Oder, wie ich schon sagte, mit den Step-Up, Step-Down, Regler-Geschichte. Und dann ist gut. Also, Selbstbau L8712 hier, oder LM3, 317 oder wie das heißt, kann man ja auch sagen dazu. Vergisst es, taugt nichts, bringt nichts, ist gescheitert. Ich weiß nicht warum das jetzt auf einmal passiert ist. Auf dem Steckbrett hat es funktioniert, da habe ich es direkt aufgebaut. Ich habe die Bauteile, das sind genau die Widerstände, die ich da auf dem Steckbrett hatte. Das frustriert mich gerade extrem, ganz ehrlich. Mache ich mir jetzt schon so einen Aufwand. Und hat auf dem Steckbrett hingehauen und jetzt haut es nicht mehr hin. Oh, ich nie. Und dafür die ganze Zeit investiert. Das sind jetzt nur heute 6, 7, 8 Stunden, die ich da jetzt schon so rein investiert habe, um das da reinzukriegen. Naja, sagen wir mal noch eine Stunde Abzug, Essen, Einkauf und blablabla. Frustrierend. Ist richtig frustrierend. Oh, nee. Naja, egal. Danke fürs Zugucken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich denke mal, ich habe auch Kapitel reingesetzt. Dann habt ihr es einfacher. Okay, bis denn. Tschüssi.